So, hallihallo liebe Freunde, es geht weiter mit dem Axial. Ist jetzt der weitere Part. Genau, die haben wir zusammengebaut, die auch. Jetzt kommen hier die diese Teile hier dran. Das hätten sie gerne an hier unsere Hinterachse. Achso, da wäre ich auch ein bisschen beim letzten Mal ein bisschen wie beim letzten Mal ein bisschen Loctite dran machen. Oh, das ist beinahe ein bisschen viel. So. Dann hier die Hülsen da drauf. Also verarbeitungstechnisch kann ich sagen, bisher keine Mängel zu finden. Ganz ehrlich und gefällt mir richtig gut. Hier halten die Schrauben komischerweise auch deutlich straffer als bei der Vorderachse, so mein Eindruck zumindest. Kann mich natürlich auch täuschen. Von der Länge hatte ich ja am Anfang gesagt, kommt er ziemlich gut an den Savage fast ran. Und der Savage ist ja schon ein Biest. So, finde ich. Ja, jetzt wird erstmal klar, dass die Hinterachsen, also die Achsen halt nicht so breit sind. Sind aber identisch. Also ich schau die mal her. So. Sind genau breit, gleich breit. Sah zuerst nicht so aus. Jetzt wollen sie was anderes haben. Und zwar wollen sie, dass wir Bag B aufmachen. Und das werden wir jetzt auch machen. So, das ist jetzt hier Bag B. Komischerweise geben die immer mal ein bisschen das in einer anderen Reihenfolge an. Weil hier sind nämlich die Dämpfer drin. Wo ich sage, ja, sehr schön. Ist aber nicht das, was die was ich sozusagen brauche. Vorher nehme ich etwas anderes. Und zwar ist das nämlich hier in der ersten großen unbeschrifteten Tüte mit dem Diff-Gehäuse und sowas drin. Und wenn ich mich nicht irre. Nee. Warum die das versteckt, die Säcke? Triebewurz? Also. Zweimal. Sieht tendenziell schon nicht schlecht aus, aber das ist es noch nicht ganz.
Irgendwas passt hier nicht. So wie ich das sehe. So. Die haben hier ein bisschen gelogen. Die Teile waren in diesem Fall, die ich brauche, in Bag C. Weil das hier nämlich die ganzen Kugelköpfe und sind. Okay. So, ich hole euch mal ein Stückchen dicht daran. Und zwar brauchen wir hier den Fünfer. Hier sind immer so kleine Zahlen drauf. Hier, seht ihr es? Da steht nämlich dann immer dahinter, welchen ihr braucht. Und welche Hülse dazu. Genau. Hier habe ich schon so einen kleinen Bolzen reingesetzt. Der soll dann der drüber und hier so ein ganz dünner Splint durch, der das Ganze dann hält. Die 3, was ist die 3? Da ist ein Plastikring, den sie hier noch drauf haben wollen. Ah, okay, das greift hier dann ineinander sozusagen. Wird höchstwahrscheinlich ziemlich schwierig, das zusammenzuschrauben, denn ich brauche hier nehme ich schon wieder ein paar Schräubchen. Das ist nicht das Schwierige, sondern ich glaube, das Problem liegt einfach da drinnen begraben, dass meine Schraubendreher wahrscheinlich zu kurz sind, also die Imbus. Probiere das jetzt gerade mal. Nee, es passt. Es passt. Jetzt den ganzen Spaß nochmal mit Loctite. So, das Loctite machen wir aber hier oben rein. Das wollen wir noch ein bisschen. Ein bisschen viel. Ja, den Konus hier wieder rauf. Selbes Prinzip auch hier bei dem Gegenstück, also ein Mitnehmer hier. Stift durch, wieder abdreht. Die wollen hier auch wieder den diesen Ring. Der schützt nämlich davor, dass dieser kleine Stift hier rausfällt.
Deswegen kommt da immer noch dieser Plastikring hier drum, dass ich das nicht verselbstständigen kann. Der ganze Kram. So, und dann hätten sie auch gerne wieder ein Schräubchen mit Loctite. Was sie natürlich bekommen sollen. So, sitzt schön fest. Das hier passt auch. Und entspricht in etwa den Abmessungen. Also so. Dann hätten sie gerne, dass man. Achso, das Ganze soll auch zweimal passieren, genau. Also hier wieder 5 und 1. Die beiden Ringe. Seite. So, dann kommt hier wieder dieser Kugelkopf rein. Ring drüber. Und eine Schraube. Ein bisschen Loctite. So, hier ging die Schraube mal ziemlich schwer rein. So, also hier kommt wieder dieser Kopf rein. Der kommt hier hin. Dieser Sicherungsbolzen kommt rein. Auch wieder eine Plastikschelle drüber. Das Ganze hier heran. Dann auch wieder Schraube. Bisschen Sicherungslack, wie er auch hier und da genannt wird. So, und dann ist auch der zweite Antrieb fertig. So, und wir gehen rüber zum nächsten Video. Im nächsten Video, was werden wir machen? Wir werden die Dämpfer aufbauen. Da bin ich auch schon mal richtig gespannt drauf. So, jetzt könnt ihr es ein bisschen besser sehen. Also hier die Dämpfer, wie gesagt, aufbauen und befüllen. Da freue ich mich auch schon richtig drauf. Bis zum nächsten Mal, euer Chaka.